Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch ein Mediabook vorstellen, und zwar Unfinished von Shock Entertainment. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Willkommen zurück. Bevor ich euch das Mediabook in der Ego-Perspektive vorstelle, kurz zum Film. Das Ganze habe ich mir selbst gekauft für 15 Euro insgesamt. Ein wirkliches Schnäppchen. Bin froh, dass der Verkäufer nicht überteuert verkauft hat, sondern günstig. Auf jeden Fall, die Yakuza haben ihre besten Tage hinter sich und sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die alten Rituale wirken veraltet und ihre Tätowierungen machen sie zu Ausgestoßenen der Gesellschaft. Ryo, ein unbedarfter junger Student, erwartet eigentlich nicht viel vom Leben. Kiffen und Sex mit der Freundin und sein Glück ist perfekt. Doch als er im Übermut versucht, in einem Nachtclub den falschen Mann eine Kassette mit Joints zu klauen und er unerwartet Hilfe von einem Yakuza bekommt, ändert sich einiges in seinem Leben. Denn schnell erliegt er der Faszination von Allmachtsfantasien und hedonistischer Dekadenz und versinkt immer tiefer in der Parallelwelt aus Prostitution, Erpressung und äußerster Gewalt. Eines hat Ryo dennoch in seiner Naivität nicht bedacht. Einmal Yakuza, immer Yakuza. Unfinished war ursprünglich eine 10-teilige Serie mit einer Laufzeit von ca. 4 Stunden, die hier zu einem 2-Stunden-Film zusammengeschnitten wurde. 4 Regisseure haben an der Serie gearbeitet, unter anderem Splattermeister Yoshihiro Nishimura. Die müssten ja viele kennen, vor allen Dingen Splatter-Fans unter euch. Unter anderem hat der Tokyo Gore Police gemacht. Hier und da merkt man allerdings, dass etwas Handlung wegfiel, was sehr bedauerlich ist, da die Tiefe der Figuren vernachlässigt wird. Man bekommt wenig Bezug zu ihnen. Ich vermute auch, dass am Ende die neuen Charaktere, die im Film eingeführt wurden, schon in der Serie viel früher auftauchten. Trotz der fehlenden Tiefgründigkeit der Figuren bietet das Drehbuch eine spannende Geschichte über die Welt der Yakuza und wir bekommen ein enormes Tempo geboten. Aber erwartet hier keinen ernsten Gangsterfilm wie die Filme von Kinji Fukasaku oder Saichun Suzuki. Gegen Ende wird er zwar etwas ernst und erinnert schon fast an Outrage, aber nicht ganz. Allerdings geht der Film eher in Richtung Ichi the Killer, Dead or Alive, ein wenig Smuggler, Fudo, Sion Sono und ist wirklich überdreht. Neben einigen sehr gut inszenierten Kampfszenen überzeugen die handgemachten Effekten, bei denen Nishimura typisch auch das Kunstblut in Fontänen sprudelt und literweise über die verschiedenen Charaktere ausgekippt wird. Eine Warnung an die Splatter-Fans da draußen. Hier bekommen wir keinen Splatter-Film geboten. Es ist kein typischer Nishimura-Film wie Tokyo Gore, wo das Blut literweise spritzt. Man bekommt Gewalt, aber wenig. Die Gewalt sieht auch sehr, sehr gut aus, aber wie gesagt, es gibt nicht allzu viel davon, es ist keine Schlachtplatte. Ich hatte mit diesem Film wirklich sehr, sehr viel Spaß und gebe ihm 8 von 10 Punkte. Nun wechseln wir in die Ego-Perspektive und ich stelle euch das Mediabook etwas näher vor. Viel Spaß dabei. Willkommen zurück. In der Ego-Perspektive können wir uns natürlich das Mediabook etwas näher ansehen. Übrigens ist es erschienen von Shock Entertainment in 3 verschiedenen Covern. Bei mir liegt Cover B, das auf 333 Stück limitiert ist. Das Frontmotiv zeigt eine Gewaltszene aus dem Film. Und ich dachte anfangs, das Cover würde mir nicht so gut gefallen, aber bei dem Preis habe ich es natürlich dennoch geholt. Aber live sieht das wirklich sehr, sehr geil aus. Vor allen Dingen mit den ganzen Verfremdungen, mit den Silberstreifen über dem Bild sieht das wirklich cool aus. Gefällt mir richtig gut. Auch die Schrift wurde schön platziert. Der Druck ist sehr scharf, also ja, gefällt mir richtig gut. Hier das Bein, die Rückseite, der Hinweis, dass es auf 333 Stück limitiert ist, allerdings finden wir keine Limitierungsnummer. Inhaltsangabe, eine schöne Gewaltszene aus dem Film, noch ein paar Szenenbilder. Das Mediabook hat auch eine hervorragende Qualität, es lässt sich wenig bewegen und man hat wirklich hier gar nichts zu meckern. Also Schock hat hier wieder sehr, sehr gutes Mediabook herausgebracht. Im Inneren finden wir einmal die, habe sie jetzt vergessen reinzutun, Moment. Film erst gesichtet. Die Blu-ray mit demselben Motiv wie das Frontmotiv, das ich habe. Und einmal die
DVD. So spare ich mir jetzt das Entfernen der Disks aus dem MediaBook. Unter den Disks bekommen wir einen durchgängigen Innendruck mit einer Actionszene aus dem Film. Im Übrigen ein wirklich sehr schönes Motiv auf dem Backcover des Booklets. Das Booklet hat 28 Seiten, wurde geschrieben von Stefan Siereki und bietet neben einem Text wirklich sehr, sehr schöne Bilder, die gestochen scharf sind und eine hohe Qualität. Das Booklet hat eine tolle Qualität, kann man nicht meckern. Und im Text geht es um die Tätowierung der Yakuza, etwas über das Yakuza-Genre und über Nishimura bekommen wir auch noch einiges. Für mich als Japan-Filmfan hat es nicht sehr viel Neues geboten, das Booklet. Hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Ich kann es wirklich auch jedem empfehlen zu lesen. Überhaupt, wer sich den Film ansehen möchte und das Mediabook bekommt, kann sich das ganze Teil wieso als Sammler holen, weil das Mediabook hat eine wirklich tolle Qualität. Und der Film macht auch sehr viel Spaß. Wie gesagt, 8 von 10 Punkte von mir. Das Mediabook macht sich gut in meiner Sammlung. Passt perfekt neben die anderen Schock-Entertainment-Titel. Ich wollte ihn mir die ganze Zeit schon holen und bin auch froh, dass ich ihn nun bekommen habe und das wirklich zu einem Knallerpreis. Falls jemand den Film gesehen hat, schreibt es mir doch in die Kommentare. Mich würde es interessieren, wie ihr ihn fandet, wie ihr das Mediabook findet, welches Cover euer Favorit ist, die ich euch im Übrigen noch einblende, bevor das Video zu Ende ist. Und ja, lasst mir einen Daumen nach oben dabei gefallen und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.